Hallo zusammen, meine Weisheits-OP liegt jetzt 4 Tage zurück. Ich wollte mal ein kurzes Update machen für Tag 3 und Tag 4. Man sieht es auch, die Schwellung ist wirklich schön zurückgegangen, es sind noch leichte Schwellungen zu sehen. Nach Tag 2 bin ich dann zum Zahnarzt gegangen, da ist die Drainage gewechselt worden und die Zähne und der Mundraum ist gespült worden. Alles wunderbar, ist neue Drainage reingekommen. Von Tag 2 auf Tag 3 hatte ich wirklich gar keine Probleme, auch keine Schmerzen. Ich war beim Fußball, ich hatte so einen Hunger, ich habe fast 2 Tage nichts gegessen, außer ein bisschen Brei und das war nicht so meins. Da habe ich dann 2 Bratwürste gegessen. Ich habe zu jeder Bratwurst habe ich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, das war mir aber egal. Ich konnte ja den Mund nicht weit öffnen, ich habe erst oben reingebissen, dann von der Seite und dann von vorne. Das war dann alles okay. Aber wie gesagt, Tag 3 hatte ich keine Schmerzen, musste ich keine Tabletten nehmen. So, von Tag 3 auf Tag 4. Ja, das war so ein bisschen, ja, das letzte Aufbäumen wahrscheinlich von den Schmerzen. Die Schwellung ist weiter zurückgegangen, aber die Schmerzen, ich bin fast an die Decke gegangen. Es war etwas grausam, muss ich sagen. Ich habe 3 Tabletten genommen. Da musste ich nehmen. Moment. Ich hoffe, man sieht's. Diese hier nehme ich oder habe ich bekommen. Denke ich mal, die sind bekannt. Ja, ich habe auch nur 3 Stunden geschlafen. Jetzt ist es kurz nach 9 Uhr. Ich bin um 3 habe ich mich hingelegt. Um 6 bin ich aufgestanden, weil ich ja zum Zahnarzt musste. Da ist nochmal die Drainage gewechselt worden. Die Zähne sind gereinigt worden, der Mundraum und der Rachen ist gespült worden. Alles gut. Am Montag gehe ich oder muss ich nochmal hin. Da wird noch, kommen die Drainage raus und dann werden dann auch die Fäden gezogen. Und danach hoffe ich, dass es nun endlich beendet ist. Jetzt habe ich das Video einfach ausgeschaltet. Ich habe ja noch vergessen zu sagen. Also das Zähneputzen geht besser wie die letzten Tage. Der Mund geht auch weiter auf. Das Lächeln geht auch wieder besser. Das Essen geht auch besser. Das ist schon mal sehr wichtig und sehr positiv. Die Lippe hier an der Seite ist ja, man sieht es immer noch ein wenig, war ja komplett aufgerissen. Das wird jetzt auch besser. Aktuell habe ich gerade gar keine Schmerzen. Das ist wunderbar. Ich war ja vor einer Stunde, anderthalb, ja, beim Zahnarzt. Wie gesagt, ist ja die Drainage gewechselt worden, gespült worden, alles gut. Und ich hoffe, dass es dann nächste Woche dann wirklich vorbei ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also teilweise nervt es ganz schön. Ich bin zwar zufrieden, dass die Weisheitszähne raus sind, aber irgendwann habe ich dann auch keine Lust mehr und immer zu Brei essen und oder nichts essen oder nicht viel essen. Das ist auch nicht so gut und die Tabletten, also die hauen echt wirklich rein. Wenn ich da 2 Stück auf einmal nehme, es dauert 20 Minuten, dann sind die Schmerzen weg. Ja, ich bin dann auch leicht weg, also es ist so wie ein besoffenes Gefühl. Ich muss mich dann auch hinlegen, ich werde sowas von müde. Ich schlafe dann auch sofort ein, ich schlafe dann 6, 7, 8 Stunden. Wunderbar. Aber es ist auch nicht Sinn und Zweck, immer zu Tabletten zu nehmen. Genau. Ja, das war jetzt Update Tag 3 und Tag 4. Wenn am Montag die Fäden raus sind, gezogen wurden, so rum. Also wenn am Montag die Fäden gezogen wurden, mache ich nochmal ein kurzes Update, wie es dann aussieht und dann denke ich, dass das dann hier beendet ist mit der OP Weisheitszahn. In diesem Sinne wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, das Wetter wird wieder etwas besser. Also, bis später, man sieht sich, ciao!